Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. Ich habe das letzte Mal ja angemerkt, dass ich einiges an Items habe. Die habe ich auch los, bin ich auch losgeworden, habe mir dafür neue Items gekauft. Unter anderem, beziehungsweise ein Item, was dabei war, habe ich auch gebrauchen können. Der Drachenhelm. Oh ja, ein Helm mit verschiedenen Drachenschuppen benetzt und deswegen hat er Feuerwiderstand, Kältewiderstand oder Elektrizitätswiderstand plus. Ja. Und ich hatte dann fast 60.000 Gold, war dann im war dann in Vaukins Promenade, im Abenteuers allerlei. Im Hintergrund gibt es ja so eine Händlerin mit ultra komischen oder interessanten, sehr teuren Gegenständen. Und fast 40.000 habe ich mir dann diese Robe geleistet. Vecnas Robe. Die Robe ist natürlich nicht einmal annähernd so mächtig wie die legendären Artefakte Vecnas Hand und Vecnas Auge. Dennoch hat die Robe allein dadurch, dass sie einige Zeit von dem mächtigen Leichnam getragen wurde, beträchtliche magische Fähigkeiten erlangt. Geile Sache. Der Zeitaufwand beim Zaubern verringert sich um 4. Holy shit. Damit kann er fast instant casten, auch bei höheren Spells. Rüstungsklasse 5, dadurch hat er eine Rüstungsklasse verbessert. Und Magiewiderstand plus 10%, wodurch er jetzt so ein blaues Symbol hat. Ja, der sammelt jetzt voll die Symbole hier. Puh, okay. Irgendwas war, glaube ich, auch noch. Ah ja, dieses Horn habe ich ihm gegeben. Schmetterhorn. Das kann einmal täglich eine Schockwelle auslösen. Die Opfer werden 2 Runden betäubt. Müssen einen Rettungswurf machen. Oder werden betäubt. Und können 2 bis 20 Schaden erleiden. Bei einem Rettungswurf gegen Tod macht es Hälfte Schaden. Das Bereich Radius. Also da kann einmal da reinhauen und entweder die werden betäubt oder so, oder auf jeden Fall ein bisschen Schaden wird es machen. Ziemlich cool. Ich kümmere mich drum. Gut. Jetzt gehen wir in die Tempelruinen. Bitte, Tod. Zu viele. Ah! Okay. Was hat sie auf sich? Lelins Tagebuch. Das Tagebuch habt ihr bei der Leiche des Kriegers gefunden, der vor den Schatten getötet wurde. Die Leiche lag am Rande des dichten Waldes. Der letzte Eintrag ist besonders interessant. Nichts ist so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Ich habe gedacht, ich würde ein Held, als ich mich Macy Fentons Gruppe anschloss. Ich habe gedacht, wir würden die Monster, die sich unsere Gegenstände mit Leichtigkeit überwinden und durch den Ruhm siegreicher Schlachten berühmt werden, so wie es immer in den alten Geschichten erzählt wird. Aber dieses Schicksal ist uns wohl nicht beschieden. Ich hatte nicht ahnen können, wie langweilig und anstrengend die Reisetage werden und wie schrecklich aus das Gemetzel sein würde, wenn der Geruch des Todes rundum einen in die Luft hängt. Ich schwöre, ich kann den Tod fast schmecken. Wir haben schon so viele Schatten und Schwarzwölfe abgeschlachtet, dass mein Verstand beinahe ebenso abgestumpft und träge geworden ist wie mein Schwertarm. Ich bin blutverkrustet, aber mir fehlt sogar die Energie, mich zu säubern. Wenn es Macy nicht gäbe, denke ich, wäre ich wohl schon wahnsinnig geworden. Sie ist eine beständige Quelle der Stärke und erinnert uns immer an die Unschuldigen, die von diesen Untieren getötet wurden. Sie ermahnt uns, dass wir diese Schrecken erdulden müssen, um jene Leute zu retten, die sich nicht selbst verteidigen können. In dieser Gruppe ist Macy die Heldin und ich bin ein Nichts. Die Schlacht hat wohl gerade erst begonnen. Heute haben wir den Eingang zu einem verfallenen Tempel erreicht. Es hat vor Schatten nur so gewimmelt. Hätte Macy nicht so rasch und beherzt reagiert, wären wir wohl alle schon tot. Es waren viel zu viele Gegner für uns, aber Macy hat die hier noch vorhandenen bunten Glasstücke verwendet, um Licht auf den Eingangsbereich zu reflektieren und so die Schatten zu vernichten. Während das Glas das Licht reflektierte, gelang es uns, einen sicheren Zufluchtsort zu erreichen. Alle Schatten, die uns folgten, wurden durch das Licht vernichtet. Morgen werden wir versuchen, in den Tempel und damit in die Dunkelheit vorzudringen. Ich habe noch nie solche Angst empfunden. Ich versuche es tapfer wie Macy zu sein, aber es will mir einfach nicht gelingen. Ich verspüre den fürchterlichen, unwiderstehlichen Drang, einfach davon zu rennen. Und ich hoffe nur, dass mich der Drang nicht überwältigt, wenn der entscheidende Kampf beginnt. Tja, wir wissen jetzt, hat ihn. Ja gut, er hat einen Langbogen mit 20 Pfeilen und ein Langschwert gegen Schatten und eine Lederrüstung. Der wird sowas von zerfetzt gegen Schatten. Ist schon geschehen. Weil Schatten... Schatten. Schatten. Da haben wir doch Schatten. Die Waffe nutzt nichts. Ihr werdet mir eine Nachrache nicht nehmen. Anhat, ein Wolf. Da haben wir doch die Wölfe, die Bösen. Aber die Schatten ist natürlich. Ja, die geben ein bisschen Erfahrungspunkte.
So, wo ist der Werwolf? Töten wir den Werwolf. Dann haben wir es fast schon geschafft, glaube ich. Ich bin dabei. Du solltest jetzt besser Frieden mit deinem Gewissen schließen. Moment, das ist jetzt bevor du keine Gelegenheit mehr dazu hast. Ach so, höherer Werwolf wahrscheinlich. Menschlinge, seid verflucht und die Welt sei ebenso verflucht. Kann ein Wolf seine letzte Mahlzeit nicht in Frieden genießen? Okay. Ihr habt die letzten Unschuldigen gefressen. Meine Wölfe haben nicht mehr ein Haar. Das Rudel ist der düsteren Magie des Schattenfürsten erlegen. Ihr jagt das falsche Ziel. Ihr wollt andeuten, dass dieser Schattenfürst verantwortlich ist für das alles? Es ist mir egal, was ihr glaubt. Ich sage die Wahrheit. Dieser Ort war nicht immer so. Er schwebte nicht immer in einer falschen, unheiligen Dunkelheit. Es begann vor kurzer Zeit. Die Ruinen im Osten der Lagerstätte waren für mich und mein Rudel schon seit langer Zeit ein Ort des Unheils. Wir hatten noch nie das Bedürfnis verspürt, uns in den Bereich des gefallenen Tempels zu wagen. Der Tempel war einst Amaunator geweiht, einem Gott der Sonne. Eine große Prophetin liegt in dem Tempel begraben. Es war einst ein heiliger Boden, aber nun ist er befleckt. Es ist offensichtlich, dass Amaunators Macht nachgelassen hat, denn wenn der Tempel noch immer heiliger Grund und Boden wäre, hätte sich wohl kaum das Unheil für mein Rudel aus den Tiefen seines Tempels erhoben. Okay, weiter. Vor einigen Wochen hörte man ein Geräusch von unter dem Tempel, das wie fernes Donnergrollen klang. Wir haben dem Geräusch wenig Bedeutung beigemessen, doch dann verdunkelte sich der Himmel und die Schatten wurden länger. Es geschah genau zum Mittag und ich versammelte das Rudel, um es zu beruhigen. Ich dachte, es wäre eine Sonnenfinsternis, aber ich irrte mich. In diesem Augenblick tauchte der Schattenfürst unter uns auf. Mit einem einzigen Blick übernahm er die Kontrolle über meine Wölfe, meine Kinder. Ich veränderte meine Gestalt und sprang auf seine Dunkelheit los, doch er lachte nur. Anat, sprach er, ergib dich in meinen Willen, du sollst das Werkzeug meiner Rache sein. Er ging durch die Reihen der panischen Wölfe und tötete einen nach dem anderen mit einer einfachen Berührung. Nachdem sie alle tot waren, griff er mit seiner Dunkelheit nach dem Leichen meiner Kinder und belebte sie als Schattenwölfe. Ich war wie betäubt vor Schreck und Trauer und rannte davon. Ich habe mich in den letzten paar Wochen vor den Schatten versteckt, die einst Wölfe waren, und vor der Dunkelheit, die aus dem Tempel kriecht, der einst das Gefängnis des Schattenfürsten war. Ich will mich nicht mehr verstecken. Diesen Mann habe ich nur getötet, um genug Stärke zu sammeln, damit ich mich mit dem Schattenfürsten stellen kann. Der Schattenfürst möchte alles töten, egal ob es Menschlinge oder Wölfe sind, denn sie stehen als Schatten wieder auf und stärken die Reihen seiner Armee. Kämpfen oder nicht kämpfen? Wir werden euch dabei helfen, ihn zu töten. Okay, trefft mich im Tempel östlich dieser Lagerstätte. Nehmt euch vor den Schatten, die dort lauern, in Acht. Bereitet euch gut vor, bevor ihr hineingeht. Ja, in Wirklichkeit ist sie ein Werwolf. Ein höherer Werwolf wahrscheinlich. Zucker. Ein bisschen Geld. Die Edelsteine sind useless. Hier ist auch noch was versteckt. Was ist hier? Auch ein bisschen Geld. Oh, cool. Ich habe noch teure Sachen. Ach, übrigens, für die Robe des Magiers, die ich gekauft habe, habe ich sogar ein Achievement bekommen. Habe ich das schon erwähnt? Das war cool. Scheinbar kriegt man einfach Achievements, wenn man teure Gegenstände kauft. Sollte ich einfach mal dann speichern und laden. Speichern und laden und teure Gegenstände bekommen. Ein Schattenwolf. Ein Schädelspalter. Ja, wie ihr sehen könnt, sind jetzt nicht die stärksten Gegner, diese Schattenwölfe, aber Schattenscheusale oder sowas, das ist, oder höhere Schatten, die wären schon was. Das einzige Nervige bei denen ist, er wird jetzt die ganze Zeit meckern, weil einfache Kugeln wirken nichts gegen Schatten oder ätherische Wesen. Lil Alo, oh, I am good. So, wir schauen uns hier ein bisschen um. Schauen, ob hier irgendwas von Interesse ist. Prinzipiell genießen wir die Umgebung, das schöne Wetter. Ah, jetzt kommt auch eine bedrückende Melodie noch dazu. Neben den Klängen ansonsten. Na, da haben wir doch wieder was. Ein kleiner Trupp Schatten. Hunger, feed me. Hunger, feed me.
Okay. 'Füttere mich. Ja gut, Hexat, an dem Schatten wirst du nicht viel Blut saugen können, befürchte ich. Das ist dann eher Diät für dich, dieses Gebiet. 500 Erfahrungspunkte sind echt nicht worth. Aber durch Kleinvieh kommen wir weiter. Und Edwin das immer sagen zu hören, das allein ist schon Bezahlung genug. Keine Gnade, die Waffe denen, die gegen uns sind. Nutzt nichts. Die Waffe nutzt nichts. Genau, das will ich immer hören. Wir grinden hier einfach das Gebiet ab. Vielleicht finden wir hier was. Hier müssen wir uns anscheinend ziemlich eng dran. Ah, da sind wir. Oh, da geht's nicht weiter. Okay. Ja, okay. Das Gebiet ist relativ groß. Eher klein. Ach, die alten Baldur's Gate 1 Zeiten. Einfach so ein Gebiet einfach mal ablaufen und alles Interessante abchecken. Aber da war meistens auch mehr Interessantes auf so einer Karte als so ein paar vereinzelte Wölfe, die keine große Herausforderung im Moment sind. Allerdings wird es auch immer schwieriger für uns, eine Herausforderung zu finden, weil wir sind jetzt so langsam. Equipment-technisch können wir nicht viel... Ja doch, ein paar Sachen kann man immer rausholen, aber... Wir sind schon in einem guten Stand hier. Wir können schon... Gut, gegen den Drachen können wir es noch nicht anlegen. Das haben wir ja schon getestet, aber... Ich würde fast vorschlagen, den Fickfaktor, den Fürsten, den machen wir auf jeden Fall, bevor wir Akt 3 angehen. Also erst noch alle Quests, wie so viele Quests wie möglich machen und dann... Dadurch strecke ich aber Akt 2, wo wir gerade drin sind, sehr. Weil theoretisch gibt es viele Quests, die wir auch später noch machen könnten. Aber dadurch, dass ich jetzt alles mache, mache ich mir zukünftige Parts deutlich leichter. Ultrinan! Hm, was ist das? Wo? Oh, I am good. Okay, Schattenwolf. Oh, der hat mich getroffen. Stichschaden. Moment, wo ist denn der Tempel? Die haben mir vorbeigelatscht. Ah, da oben. Hm, toll. Antwort darauf, ja, ich bin daran vorbeigelatscht. Ein Schatten. Ein Schädelspeiler. Oh, ein paar mehr Schatten. Freundchen. Ja, ich bin jetzt... Oh, shit. Oh, Halleluja, was ist denn jetzt hier los? Hier ist ja wohl nichts. Hm. Moment, der sagt gar nicht, die Waffe nützt nichts. Also normale Schatten kann er mit Kugeln angreifen. Oh, schade. Nein, das war gerade ein Schattenscheuser. Schattenscheuser liegt in guter Erfahrung. Die Wölfis sind kaputt. Ah, da ist sie. Es ist eine Falle. Verwende den Spiegel links vom Kristall und sammelt damit das Wenige, das noch geblieben ist, um einen Rudel zu retten. Oh, tot ist. Die Waffe ist einfach schlecht. Oh, das da meint sie. Darkness, fool. Na, meinetwegen. Okay. Very good. Aber wir kämpfen noch lieber, oder? Ah, oh, da kommen noch mehr. Jawohl. Wir könnten sie jetzt alle in das Licht da reinrennen lassen. Aber so kriegen wir keine Erfahrung. Gute Idee, das mir zu übertragen. Hier, yeah, wenn der Hund da reinläuft. Schattenwesen mögen scheinbar kein Licht. Du, die
Kanten dieser Grube... Oh, da ist schon wieder eingestorben. Die Kanten dieser Grube sind zerkratzt und zerfetzt. Als ob sich vor kurzem ein großes Wesen durch sie hindurch bewegt hat. Die Dunkelheit ist so intensiv, dass ihr euch förmlich... Okay, ein großes Wesen. Ein großes Schattenmonster. Cool. Das wäre schon was. So, theoretisch können wir hier zwar rein... Oh, das ist schon wieder so... Spawnen die hier wohl anscheinend? Oh, I am good. Ja, können gerne da spawnen. Solange ich im Licht bleibe und da kann man sogar rasten, ist alles gut. Winsele, die Waffe nutzt Gnade. Ja, und wenn ich jetzt Cheater durchlaufen lasse, dann... Ja, kriege ich keine Erfahrungspunkte. Gut. Wir sind gerastet, wir sind fit, wir sind stark. Wir sind bereit für den Verlieseingang. Das dunkle Verlies. Das werden wir beim nächsten Mal angehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.